Die hat gar nichts gemacht. Nee, die hat mir einfach einen toten Papagei gegeben. Hey, ich bin's nochmal. Was gibt's? Wie war das noch? Weshalb funktioniert der Cocktailautomat nicht? Wie schon gesagt, der Starthebel ist abgebrochen. Ansonsten ist der Cocktail 8000 einwandfrei in Fuß. Schon gut. Okidoki. Schön, Sie zu sehen. Gib mir was in einen Drink. Basis ist Whisky. Schön, Sie zu sehen. Gib mir was in einen Drink. Ja, danke schön für den Raid. Ich wünsche euch allen eine frohe Weihnacht. Danke, danke. Was war das? War das Wodka? Haben wir das jetzt? Ein Kokosmilch, oder? Whisky. Whisky. Nee, warte. 18 Jahrgang. Ich brauch 16. Gibt's hier nicht. Mindestens. Ah, okay. Dann ja, ich mache das gerade aus dem Kopf. Ich hab mir das jetzt nicht gemerkt. Wow, das hat geklappt. Die Kokosmilch ist jetzt leer. Ich nehme die Kokosnussschale mit. Kann ich auch die anderen Sachen mixen? Ich habe jetzt eine Kokosnussschale. Ah gut, ich habe die anderen Zutaten dann wahrscheinlich nicht. Met, Kaffee, Regenwasser. Tequila, Brausepulver, Zitrone. Okay. Wir werden das alles auf jeden Fall noch brauchen. Ich weiß das jetzt schon. Hallo, Mosi. Bis spät. Oh, Junge. Ich glaube, es ist soweit. Ich wusste es. Hey du, ganz alleine hier? Lässiger Schnurrbart, was? Ich weiß. Ich muss weg, Süße, hab noch Termine, du verstehst. Machen wir da jetzt keine große Sache draus. Ich steh nicht so auf den großen Abschied und so. Du wirst mich nicht vergessen. So, wem muss man hier eine reinhauen, um einen Drink zu bekommen? Wow. So wenig Alkohol intus, das ist einfach ein Fakt. Das ist ein Fakt. Ich glaube, ich muss los. Ich auch. Ja, und ich stehe auch nicht so auf Abschiede, also. Oh Gott, ey, was passiert denn hier? Hey, ich... Was gibt's? Denkst du, das hier könnte man als Segel nutzen? Was ist das? Ein Kokon. Von einem Sumpfmonster. Mit einem Schnurrbart. Ist doch klar.
Hm, tolles Material. Leicht, windundurchlässig. Das könnte tatsächlich funktionieren. Ja? Sieht gut aus. Ich pack alles zusammen. Und dann starten wir Versuch 38. Ach, die Punkte funktionieren nicht? Cleo stellte den Papageienkäfig an Bord und half Malte, die Versuch 38 zu beladen. Mit einem Ruck hisste Malte das neue Segel und tatsächlich, es gelang ihnen, mit dem alten Boot die Strömung von Miroclay zu überwinden. Doch bevor Cleo etwas sagen konnte, befahl eine völlig fremde, krächzende Stimme: Auf nach McInally Palms! Ah! Nein, ich dachte, er ist tot. Manu. Das Irrlicht der versunkenen Galerie. Beim Lesen des Spieltitels Chloe gelesen. Ja, nun. Ja, Chloe. Was ist ein fettes Problem? Endlich. Das Irrlicht des Ignaz. Hast du mich fett genannt? Ja, hat er. Kabeka? Kann ich schwimmen? Nee, du, Lisa. Nein, das würde ich nicht sagen. Wow, 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 wow. Moment mal. Was? Glaubst du mir nicht? Captain Kabeka soll ein Betrüger sein? Ein hinterhältiger, nichtsnutziger Lügner und Betrüger, jawohl. Und übrigens viel kleiner, als alle denken. Und diese ganzen großen Abenteuer gab es überhaupt nicht? Natürlich gab es die, aber es waren meine Abenteuer. Die Abenteuer von Captain Avery Alwick. Ich komme immer noch nicht ganz mit. Du warst dieser Geist in der Bar meines Vaters? Und das war deine Hand in dem Fisch? Ei. Deine Hand aber in dem Fisch? Du bist ein Papagei. Ich bin im Körper von diesem Papagei. Verstehst du es denn nicht? Ich war tot. Diese alte Frau hat dich wiedererweckt? Wundert es dich? Bei dem Schimmelbefall da unten wundert es mich eher, dass nicht das gesamte Mobiliar mit dir sprechen konnte. Aber wieso? Na, weil ich dir helfen kann, ihn zu finden. Ihn zu finden? Den Schatz? Der ewigen Erinnerung. Ei, niemand war je so dicht dran wie ich. Und du meinst, wir können Schild, tatsächlich finden? Finden ist nicht das richtige Wort hier, Cleo. Ich weiß, wo der Schatz ist. Wir müssen nur noch dorthin kommen. Wie meinst du das? Der Schatz liegt auf einer Insel namens Links Island. Auf dem Schiff steht die Anzahl. die römische Nebel? Zahl. Ei, wir brauchen lediglich ein Irrlicht, um in diesem Nebel zu navigieren. Ohne ein Irrlicht finden wir auch nicht nach Pambo Island. Deswegen müssen wir zuerst nach McInally Palms. Um uns ein Irrlicht zu besorgen. Verstehe. Ah, doch, da vorne so ganz dicht also, beieinander. Was nun, Kleine? Wo geht's hin? Nach Hause oder McInally Palms? In Ordnung, Vogel. Lass uns diesen Schatz finden. Malte, Kurs auf McInally Palms. Ei. Und? Willst du einen Keks oder so? Ach, halt den Schnabel. Oh Gott, schlaf schon, Rem, dann kriegst du da was. Versuch 38 mit Cleo, einem sprechenden Papageien, Malte dem Cocktailmixer und seinem marktführenden Cocktailmixautomaten Richtung McInally Palms. Kann das Schiff bitte untergehen? Danke. Danke. Bitte. Wir sind da. McInally Palms. Und was jetzt? Irgendwo in der Nähe dieser Insel liegt die versunkene Galerie der seltenen Gegenstände. Die Galerie nennt sich Atilantis. Dort muss es ein Irrlicht geben. Besorg uns das irgendwie. Nein. Versunkene Galerie, Atilantis, Irrlicht, irgendwie. Alles klar. Oh
will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Warum? Max hält schon jetzt schon raus, anstatt Silvester, es reicht. Oh Gott. Warum? Ich geh dann mal. In Ordnung. Ich kann's immer noch nicht glauben, das mit dem Segel und so. Endlich mal eine neue Umgebung. Und kein ständiges Reparieren mehr. Bis morgen früh die Sonne aufgeht, fahre ich dich hin, wo du möchtest. Hatte ich ja versprochen. Die Versuch 38 steht zu deiner Verfügung. Was hältst du davon, dass wir in den nautischen Nebel segeln? Das wird sicher ein Abenteuer. Keine Sorge, naja, dass das der Beginn einer Versuch 39 werden könnte? Sorge? Täusch dich nicht. Bevor ich an dieser felsigen Insel gestrandet war, hatte ich auch meine Abenteuer. Du weißt doch, ich habe Cocktailrezepte gesammelt in aller Welt, auch an gefährlichen Orten. Mach dir um mich also mal keine Sorgen. Traust du diesem Papageien? Um ehrlich zu sein, das geht mich nichts an. Dem Vogel schulde ich ja nichts, sondern dir. Du entscheidest, wo es hingeht. Bis später. Okidoki. Ja, ich kann nur zustimmen, dass Mosi ist das Spiel. Ja, das habe ich mir vorhin schon gedacht. Jetzt schon nicht. Ich will einfach nicht mit diesen Leuten hier reden. Die sind ja schrecklich. Auf dem Schild steht Blick auf die Panemu Bay. Hey, das ist doch die Bucht, von der Bad Herr Piet gesprochen hat. Herzlich willkommen auf McAnally Palms. Mein Name ist Ingo. Doch, was kümmert mein Name, richtig? Hier dreht sich alles um dich. Was kann ich für dich tun? Was macht dich glücklich? Immer raus damit! Wow, du bist ja gut gelaunt. Das spielt doch keine Rolle. Was würde deine Laune steigern? Lass mich raten. Bisschen weg vom Tobel, oder? Ja? Du bist hier, um zu angeln, richtig? Ja. Gute Wahl! Eigentlich nicht. Keine Angel dabei? Kein Problem. Besucher von McAnally Palms erhalten als Dankeschön eine original McAnally Palms Angel mit 3, ich wiederhole, 3 verschiedenfarbigen Angelschnüren. Bitte sehr. Eigentlich wollte ich... Sehe ich da ein Lächeln? Sehe ich da den McAnally Palms Funken überspringen? Wie kann man da widerstehen? Hier, du bekommst noch eine Packung Standard-Angelköder gratis dazu. Aber pst, das müssen die anderen ja nicht erfahren, oder? Ja? Ich suche... Wir den perfekten Ort, ungestört und erfolgreich zu angeln? Hier gibt es unzählige geeignete Spots dazu. Einer besser als der andere. Er lag bestimmt schon direkt vor deiner Nase, Herzchen. Du hast ihn nur noch nicht wahrgenommen. Hier, nimm diese Karte. Dann findest du dich in der Umgebung zurecht. Tob dich aus. Können wir mal kurz was sagen? Und wenn du dich ausgeangelt hast... Dann empfehle ich die großen Sehenswürdigkeiten auf und um McAnally Palms. Die Leuchtpilzinseln, die versunkene Galerie Atlantis, die Pilze, Junge. Die Panemu Bay und du hast Glück. Im Moment gibt es eine Ausstellung über den berühmten Teddy McAnally im McAnally Hotel. Das muss man gesehen haben. Moment. Richtig. Moment mal, Ingo. Wo ist diese Ausstellung? Ich muss sofort dahin. Alles klarissimo. Ich schreibe dir die Adresse sofort auf. Sekündchen. Hier. Aber... Wohoho, du kannst ja quasseln wie ein Wasserfall, Mädchen. Halt die Fresse! Aber das ist jetzt die Zeit, um dich zu entspannen. Alles klar? Heute geht es nur um dich. Wenn du noch was brauchst, findest du mich hier. Genieß den wundervollen Abend und viel Glück mit den Fischen. Ja? Ach, wir dürfen auch wieder was tun. Cool, das ist ja... Gott.
Habe ich denn jetzt hier alles bekommen? Was zur Hölle? 3 verschiedenfarbigen Angelschnüren. Aha. Gratis Köder habe ich an der Touristeninformation von McAnally Palms bekommen. Auf diesem Zettel steht die genaue Adresse des McAnally Hotels und ein Hinweis auf den Ausstellungsraum. Ja, sehr wunderschön. Hallo Mo. Ja, ich darf gehen. Hotel. Gehen wir mal ins Hotel rein. Wir gehen doch wieder raus, da sind schon wieder Leute. Ich will nicht. Ich habe einfach Angst vor den ganzen Charakteren hier. Ein Fass. Randvoll mit pechschwarzer Tinte. Da sollte mir besser nichts Wichtiges reinfallen. Aha. Tinte. Das ist der große McAnally Buchverlag. Das ist der große. Hier ist ein Bedienpanel, um den Parabolspiegel des Leuchtturms zu drehen. Hm. Wenn die Tür offen steht, heißt das, man darf reingehen und alles anfassen, richtig? Ja, natürlich. Wenn die Tür offen ist, dann... Der Hebel lässt sich nicht bewegen. Da steht, man muss erst diese Schraube lösen, um den Spiegel zu verstellen. Aber die sitzt ganz schön fest. Ich hätte jetzt, glaube ich, auch nichts, was ich nutzen könnte. So, als hätten Türen nicht aufgehalten. Ja. Klischeehaften Stiefel gefangen. Einen grünen Fisch gefangen. Ja, ich weiß, du hast recht, Chloe. Ich müsste eigentlich mal langsam ins Bett. Leider. Kommst du zurück, Selina? Ich hab Freitag und Samstag sehr, sehr wenig geschlafen insgesamt. Also es sind insgesamt nur 7 Stunden, die beiden Tage. Glaube ich nicht so gesund. Ich glaube, mehr kriege ich nicht, oder? Hier kriege ich immer einen Stiefel, komischerweise, bei dem roten. Macht Spaß. Aber vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Die eine Nacht konnte ich nicht gut schlafen und die letzte Nacht war, musste ich früher aufstehen, weil Tenshi hat Durchfall.
Also der Hund. Ja. Ich kann nicht mehr einfach wieder einschlafen oder so. Ich habe da Einschlafprobleme. Das war ein bisschen doof jetzt. Okay, ich glaube, was anderes fange ich hier gar nicht. Ich habe aber schon 3 Fische. Nacht, Nino, schlaf du schön. Da warst. Die pinke Angelschnur. Eigentlich soll die rot sein. Und damit fange ich aber nur Schuhe. Dann aber die Federn. Ja, gleich. Gleich. Ich fange einfach aus Prinzip hier 10 so eine Fische. Aber ich kann ja anscheinend hier so viele fangen, wie ich möchte. Aber 10 ist immer so eine schöne Zahl zum Sammeln. Ah, das Spiel werde ich auf jeden Fall weitermachen. Das ist echt gut. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß mit. Gähnt. Ja, es ist doch fast 3 Uhr, ey. Ich werde schon wieder viel zu wenig Schlaf kriegen. Wir müssen nur einen guten Punkt hier aussuchen zum Speichern, ne? So, nur ein Fischi. Will mich loswerden. Die schon. Sehen, ja. Möchtest du da vielleicht einen Fisch reintunken? Schade. Wir sind an unserem ersten Ziel angekommen, McInerney Palms. Avery hat gesagt, dass in der Nähe dieser Insel eine versunkene Galerie namens Atlantis liegen muss. In dieser Galerie soll das Irrlicht sein, das wir benötigen, um durch die nautischen Nebel zu segeln. Wie aufregend. Ich schaue mich erstmal um.